Bei der EZ-Exklusivvorstellung im GOP-Varieté-Theater in Bad Oeynhausen wurde die Zeit um 60 Jahre zurückgedreht. Unter dem Motto Rockabilly Back in Town präsentierten die Komiker Max Nix und Willi Wiedernix vor ausverkauftem Haus eine mitreißende Show mit Petticoats, Elvis-Songs, Rock'n'Roll und natürlich jede Menge Spaß. Okay, meine Damen und Herren, ich und ich, wir gehen jetzt weiter im Programm. Das zehnköpfige Künstlerensemble des GOP-Varieté bot den 350 Lesern zu bekannten Hits aus der Zeit jede Menge atemberaubende Akrobatik. Die einzigartige Mischung aus Musik, Comedy, Tanz und Akrobatik fand bei den Besuchern besonderen Anklang. Man gibt eine super Vorstellung, man geht richtig mit. Man möchte am liebsten auf die Tanzfläche. Besonders den Hula-Hoop-Reifen-Menschen toll. Den habe ich letzte Woche schon im Fernsehen gesehen und jetzt in live. War toll. Klasse. Im Allgemeinen war es schön. War alles gut. Ja. Ich finde es gut. Den Einradfahrer. So toll, dass ich das auch vielleicht im hohen Alter noch mal lernen möchte. So leichtfüßig und so toll zu rollen.